So Leute, da sind wir wieder. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge diese Betonschalung da hinten eingelagert. Und weil die gebackt hat. Habt ihr ja gesehen, die ging durch die Spundwand durch. Und ich sage immer Spundwand. Und dadurch konnte man keinen Ansetzpunkt für den Kran oder für den Haken kriegen. Und jetzt habe ich die eingelagert, wieder ausgelagert, zur Baustelle liefern lassen. Jetzt steht die da hinten und der Hoxen wird die jetzt anhaken und an den Platz bringen. Da ist er schon, seht ihr? Ja, Herr Hoxen, erzählen Sie mal. Ja, was soll ich denn erzählen? Da ist ja eigentlich die Möglichkeit, alles hinzustellen, weil an Materialien da sind. Und wie ihr sehen könnt, da ist ja extra ein Platz. Da werden ja die ganzen Materialien eigentlich nur angeliefert. Und ja, ich werde jetzt das Zeug hier hinpacken. Und dann gucken wir mal, was der nächste Schritt ist. Ne? Ich denke mal, dann eben halt auspacken oder so, keine Ahnung. Wir mussten ja immer die Klamotten auspacken, aber egal, ich lasse es jetzt erstmal runter. Dann schauen wir mal. Ja, wir müssen mal dran denken, wir haben noch zwei Betonschalungen im Lager. Also wenn wir für den Auftrag noch mehr davon brauchen, dann... Hab ich. Gut, Sie haben sogar recht gehabt, auspacken. Glaube ich doch. Wir müssen die Baumaterialien ausgepackt haben, das macht die Chefin mal eben. Pack das jetzt mal eben aus. Die Gitter und die werde ich wahrscheinlich wohl setzen müssen. Gehe ich mal von aus. So. Ich packe aus. Oh je. Ja, die liegen schon. Ach. Ja, dadurch, jetzt, dass wir natürlich jetzt schon ein bisschen mehr... Und jetzt kommt Ihre Lieblingsbeschäftigung. Ja. Das Gießen. Ich glaube, ich kauf so ein Ding, wa? Ja, ich denke mal, ich werde mal eben den Kranhaken wieder und dann mal woanders hinpacken, das Ding, weil besser ist es wohl. Es wird wieder gegossen, Leute. Ja. Machen wir das denn? Fahren wir zum Kieswerk holen, oder? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Mhm. Ja, dann ersparen wir uns jetzt. Ich fahre mal das Fahrzeug hier runter. Du kannst alles hier hinliefern lassen. Die Fahrzeuge, wir machen uns das jetzt einfacher. Okay. Wir müssen jetzt nicht hier großartig wieder einen auf Lulupulu machen, ey. Lulupulu? Weil da habe ich nämlich keinen Bock drauf, jetzt hier doof in der Gegend rumzufahren. Ja. Wissen Sie noch, was wir für eine Betonpumpe beim letzten Mal hatten? Ja, ein Scania. Ah, ja, genau, da war was. Blauen. So, die Karre stellen wir jetzt hier hin. Und wir sparen uns die Wege jetzt zum Kieswerk, weil das ist uns einfach... Also mir persönlich, die Fahrerei ist einfach Panne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Hier hin und her zu gurken, wie doof. Wir gehen jetzt nochmal runter und gucken uns das an, was wir eigentlich gießen müssten. Das finde ich, das ja geil, mit den Treppen und so. So, wie ihr sehen könnt, die Schalung, die liegt ja hier schon und die Leitungen sind hier auch verlegt. Heizung oder so? Wenn das einer weiß, bitte einmal in den Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, was das sein soll. Egal. Ich kümmere mich wieder um den Betonmischer. Mhm. Haben Sie ihn auch schon hier hingebracht? Er kommt. Wie er kommt. Ja, ich muss erstmal einsteigen. Ich kann den nicht direkt da. So, da ist er. So, ich kümmere mich um den Betonmischer, Sie um die Betonpumpe. Jawohl. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen gießen. Bringt ja nichts. Nee, aber wie gesagt, dieses Hin- und Herfahren. Kein Bock. Gott. Macht ihn mal voll, ne? So, ich drehe mal und komme dann nur rückwärts run. Was ist das? Jo. Fahr hier erstmal alles um.
Hi, Ladies. Da waren zwei Typen, aber... Macht ja nichts. Sind ja heute wieder richtig lustig drauf, Herr Hoxton. Ja, der eine hat einen Zopf gehabt, hallo? Das soll aber bei manchen Männern so sein, ja. Ja, was soll denn das? Kommen wir denn da hin? Warum kann ich hinten die Schimmelrümpfe nicht raus? Da? So, ich komme mal rückwärts und an. So, ich lasse Lupe. Und los geht's. So, die Gulaschuppe läuft. Und jetzt hauen sie mal raus da. Oi, da hauen sie aber richtig schlabberlabber, wa? Ja, ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich nicht so flachsig bin. Guck doch das mal. Das glitzert nicht. Es glitzert nicht. Auch nicht im Sonnenschein. Nein, auch nicht im Sonnenschein. Es glitzert nicht. Okay. Weiß nicht warum, aber es glitzert. Die platschen dann aber ganz schön dahin, ne? Gehen Sie mal da hinten in die Ecke, da fehlt noch was. Bin dabei. Genau da. Die Hälfte hat sie schon. Oh. Oh. Ist natürlich in der Stufe einfacher, ne? Oh. Das stimmt. Alto Belli. Einfahren das Ganze. Wir haben 70%. Yeah. Also das schaffen wir, glaube ich. Yeah. In einer Füllung hier. Ja, das ist natürlich dann wirklich einfacher jetzt, wenn er das im mittleren Modus spielt. Was war jetzt eigentlich nicht unsere Absicht? Nee, eigentlich nicht. Das war, weil ich zu schnell war. Schon fast fertig, gucken Sie mal. Gar nicht so ordentlich, aber da sieht man auch mal den Unterschied eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Da kann man jetzt sehr gut sehen, Weil wir schaffen das jetzt mit einer Füllung, zack, das Fundament zu gießen. Fertig. Boah, wir müssen abbauen. Nee, du musst abbauen. Ich kann stehen bleiben, warte. Ein Stück vor. Jojo. So. Dann mach dich kaputt da. So, jetzt werden die. Lass. Ist gut. Bleib stehen. Ach so. Bleib stehen. Ah. Jetzt werden die nächsten Baumaterialien ausgepackt. Und ich glaube, ich mach das diesmal. Dann muss ich wieder gießen, ne? Wahrscheinlich. So, hier. Ich pack mal aus. Jo. Wende. Wende gießt nicht Wende. So, dann mal rein. Aber das geht, glaube ich. Oh. Möchten Sie jetzt mal gießen? Nein, ich möchte nicht gießen. Reicht, wenn ich mich um den ganzen Rotz hier kümmere. Sagt er schon wieder solche Worte? Rotz. Ja. So, ich fass so, du. Machen wir mal. Fahr mal eine Tentakel mal hier aus und mach mal Ihre Clip hier. Machen wir das Moped offen da, genau. Und? Flüppt. Es flüppt, okay. Leer. Meine Baumaschine ist leer. Jo. Ich fülle auf. Und flüppt. Und da gießt sie die Wände. Mein Gott, was los? Die Wände. Was ist mit dem Herrn Hoxton los, Leute?
Ja, aber chillt er nicht mit dir. Ich glaube, der hat einen Amerikaner gegessen, aber. Wäre schön, wenn ich überhaupt was gegessen hätte. Ich habe noch gar nichts gegessen. Sie haben Matarum, bemerkt er. Ich hab Hunger. Ja, ihr seht das, so ist es einfacher. Also. Ist schon wieder leer. Du saust aber ganz schön rum mit dem Zeug. Jo. Das heißt ja jetzt nicht nur, weil es einfacher ist. Wenn du mal auf den auf unser Geld guckst, ne? Dann weißt du Bescheid. Ja. 575.000 nur noch. Ja, dafür gehört uns jetzt auch ein Betonmischer und eine Pumpe, ne? Naja, das ist ja schon mal gut. Weil so viel Gießaufträgen kann das. Ja, das stimmt. Ne? Und teilweise bleiben die ja dann am Ort stehen. Deshalb habe ich mir gedacht, ist das vielleicht mal so eine eigenwillige Sache von mir. Ja, vor allen Dingen auch gute Investition, der große Kran jetzt. Ja, denke ich mir mal. So einen Mobilkran werden wir, glaube ich, nur nutzen, wenn wir irgendwie eine Brücke bauen. Ja. Obwohl da wahrscheinlich auch der große Kran zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich, aber das werden wir sehen. Na, ich weiß nicht, ob der so viel Kraft hat. Ach so. Ja, das gut. Der muss ja dann auf daran, den Ausleger. Ja, ja, gut. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist dann, das würde einknicken. Oh, fertig. Jo. Das ging jetzt fix. So. Wir müssen jetzt nochmal Deckenelemente zweimal und Dings haben. Dieses Bewährungsgitter war das? Nee, das war Schalung, was wir eingelagert haben. Ja, ja, haben, ne? Korrekt. Okay, soll ich das holen? So, ich fahre mal ein Stück vor. Wollen Sie das holen? Soll ich das holen? Wir haben ja alle Ja, Platz. Das muss ich aber. Das ist. Lassen Sie die hinliefern. Was? Ja, ich fahre das. Ich kriege das doch auf den Kleinen nicht drauf. Wir haben den Großen doch auch hier stehen. Ja, da fahre ich nicht mit. Was soll denn der Scheiß? Für die zwei Teile. Jetzt wird aber faul. Merkt ihr was? Ja, ja, sicher. Ich will mir das einfacher. So, was brauche ich jetzt? Die brauchen einmal Bewährungsgitter. Ja. Und zweimal Deckenelemente. Zweimal, okay, hab ich. Dann lassen Sie mal liefern. Jo, hab ich. Die liegen wahrscheinlich wieder da hinten und jetzt muss ich mit dem Kran darüber. Hab ich recht? Ich hab recht. Warum habe ich am Kran keine Beleuchtung? Doof irgendwie. Ich habe keine Beleuchtung am Kran. Sehen Sie das nicht auch doof? Hm. Ich sag mal so, es wird noch gefixt. Ja, sorry. Weil das Hin- und Herfahren, okay, gut. Mal abgesehen davon, der Händler ist ja nicht weit. Mhm. Der ist ja um die Ecke. Aber trotzdem, dann mit dem großen Auflieger, ich hätte gerne einen anderen Auflieger. Okay. Weil das wäre dann einfacher. Hm. Weil mit dem großen, mein Gott, da kannst du große Dinger mitfahren. Aber doch nicht für so einen kleinen Scheiß hier. Da fährt man doch nicht da mit so einem Schwerlastauflieger rum. Sehen Sie, was ich meine? Ja. Der Schwachsinn. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben alle 12 Baumaschinen. Uns fehlt also nur noch diese Kampagne. Dann haben wir die Ausbaustufe erreicht. Das freut Sie doch bestimmt, oder? Ja, weiß ich noch. Ich könnte jetzt für 100.000 noch einen Mechaniker einstellen. Dann werden eingelagerte Baumaschinen automatisch 3% schneller pro Minute repariert und 6% schneller pro Minute getankt. Das wäre natürlich sinnig. Ne? Außerdem erhalten wir dann 10% Rabatt beim Fahrzeughandel. Das wäre natürlich sinnig. Soll ich das machen? Naja, wir geben sowieso schon Geld aus. Okay, habe ich gemacht. Ja, hat aber ganz schön Kohle abgezogen. Hm. Und wir können noch eine Werkstatt in unserer Fahrzeughalle bauen. Ja, das brauchen wir auch. Dann brauchen wir nicht mal... Machen Sie mal ruhig. Hauen Sie mal die Kohle raus. Hm. Sind wir am Arsch, ne? Soll ich den Bagger schon wieder einlagern? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob da noch was zum Baggern gibt.
Bin mir da nicht so sicher. Dudi. Ich gucke mal. Sind jetzt am Ziel angekommen. Flachgründung. Einmal. Oh. Und jetzt sind nichts. Oh. 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 Nö. Also da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube auch, da wird auch nicht mehr. Doch, da wird nochmal betoniert. Okay. Sehen Sie? Aber. Wollten Sie wieder nicht glauben. Ich glaube, den Kies. Ach, den. Ah, nee, den brauchen wir auch noch. Scheiße. Verdammt. Aber den Bagger kann ich einladen und die Planierraupe auch. Ja, wenn wir das dann machen sollten. Mhm. Kann der Typ das sofort reparieren? Genau. Und tanken. Die nächsten Aufträge. Genau, dann steht die uns wieder zur vollen Verfügung, ne? So. Runter mit der Rotze. Zack. Oh, so, ich fange mal an, ja? Mhm. Muss jetzt wieder ein paar dicken Elemente hier. Okay. Da rein, klatsche wohl Bumsen. Aha, das sieht so nach Betonieren aus. Ja, das ist, wird betoniert. Wieder dieselbe Arbeit, wie immer eigentlich. Wie ihr seht. Naja, gut. Eigentlich wiederholt sich das alles. Wiederholt sich alles. Ja, aber lässt sich doch nun mal nicht vermeiden, ne? Nein. Das sag ich auch. Weil wir sind ja nicht in Amerika, wo das mit Holz gebaut wird alles, ne? Ja, dann sind sie ja am Wundern, wenn beim Hurricane die Dinger kaputt gehen. Naja, klar. Ein Hurricane, der lässt sie darüber kaputt machen. Das Problem ist einfach, dass in Amerika die Menschen Nomaden sind. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel haben die mittlerweile auch Nomaden. Ja, aber nicht so wie in Amerika. In Amerika sagt man, man geht dahin, wo die Arbeit ist. Die Arbeit wandert. Da ist es nicht ungewöhnlich, wenn die Leute halt nach einem Jahr ihr Haus aufgeben und sich woanders ein neues holen. Viele, und dann habt ihr bestimmt schon mal gesehen, nehmen auch ihre Häuser mit. Ach so, ja. Das geht auch. Ja auch. Stimmt. Das geht ja in den USA auch, dass du das Haus mitnimmst. Dann brauchen die nur da, wo die Arbeit ist, sich eben halt nur ein Grundstück holen. Mhm. Und dann wird das in großflächigen, also in der groß angelegte Transporte, habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Fernsehen, und da werden die Häuser, ganze Häuser mitgenommen. Mhm. Wo ich immer sag, boah, leck mich am Arsch, ne? Ja, ja, was für eine Arbeit, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland gehen würde. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil die Häuser halt mit Beton und vergossen sind und mit Fundament. Ich hab keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Wir müssen mal gucken, wir haben ja hier eine amerikanische Kampagne, vielleicht, ne, finden wir da sowas wieder. Im Moment haben wir nur deutsche. Ja, aber im Spiel gibt es ja auch eine amerikanische, vielleicht müssen wir da eine Hausverschichtung machen. Ein Haus aufladen oder so. Meinst du, für so eine Transportlinie? Mhm. Ja, das machst du aber nicht mal eben so. Hm. Ich glaub nicht. Ich glaub, da sind sie auch im Holz. Vielleicht müssen wir da mit zwei Mobilkranen arbeiten. Das wäre doch auch cool. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation, Leute, ne? Alles Spekulation. Genau wie ich jetzt gerade hier versuche. Den Aber wenn ich jetzt mal spekulieren darf, Herr Hoxton, ich muss gleich wieder Beton gießen. Das stimmt. Und das ist gar kein Wunder eigentlich, dass sie das Spekulatius machen, weil das wird so sein. Mhm. Die werden schön wieder gießen. Mhm. Ich hab's befürchtet. Und ich werde hier schön die Dinge eindrücken. Bin ich hier eigentlich gerade? Was gibt das hier? Eine Raststätte, ne? Ja.
Oh, irgendwas stimmt hier nicht. Stimmt wieder schon. Gehen wir mal wieder heim. Warten wir wieder so. Was? Ach. Ach. Ja, man sollte auch den richtigen Hebel nehmen, ne? Ich geh mal an dem Hebel rum, das ist ja eigentlich nicht so. Ich möchte nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, Leute, ne? Ihr seht noch eben schnell, wie ich die letzten beiden Platten und das Gießen müsst ihr euch nicht wieder angucken. Das zeigen wir, wenn es dann will. Und sie stehen unter der schwebenden Last. Was haben die da zu suchen? Haben sie wieder irgendwie. Ich bin im LKW. Das bin ich nicht. Was immer sie sehen. Wer steht denn da? Ich habe keine Ahnung. Wer ist das? Der Sutermann oder was ist das? Wer? Ja, der Sutermann. Kennst du den? Nein, das ist ja nicht hier, ne? Was? Leute, nimmt's ihm nicht übel, hat manchmal schlechte Träume. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Was ist denn da los? Ich hab das doch gerade alles hingekriegt hier. Weißt du, da einfach ab. Langsam runterlassen, sonst ist der Punkt wieder weg. Denk dran, ich fällt durch. Und nicht, wenn ich das mache. So, Leute. Letzte wird draufgesetzt und wir melden uns wieder, wenn dann alles betoniert ist. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.